Was ist bei einer OP mit einem künstlichen Knie oder Hüfte? Was ist da ratsam? Man hört ja oft, dass man vorher soll ins Training gehen oder vorher das Kniegelenk ein bisschen trainieren. Also nicht nur nachher Reha und Physiotherapie, sondern auch, dass man vorher schon was machen soll, vor der OP. Also das spricht jene Situation an, dass lange Inaktivität, wurscht vor Operation oder ohne Operation, für den Körper auf jeden Fall schädlich ist. Das weiß man aus vielen medizinischen Bereichen, von der internen angefangen über die Psychologie oder Psychiatrie. Wenn man sich nicht bewegt, ist die Psyche schlechter. Wenn man sich nicht bewegt, ist der Blutdruck höher. Wenn man sich nicht bewegt, ist der Blutzucker höher. Also alle diese Dinge spielen natürlich da hinein. Also aktiv zu bleiben, macht nicht nur das Gelenk besser unter Anführungszeichen, sondern auch die anderen Bereiche schlechter. Und je schlechter man in eine Knieoperation, Hüftoperation hineingeht, von der Muskelstruktur rundherum, von der Knochenstruktur, desto schwieriger kommt man aus dieser wieder heraus. Ja. So gesehen, davor eine gewisse Trainingseinheit zu machen oder von vornherein aktiv zu sein, viele Patienten sind von vornherein aktiv und müssen nicht da besonders trainieren davor, aber das macht Sinn und macht bessere Rehab-Verläufe. Und macht es auch Sinn, dass man sich da im Vorhinein mit einem Physiotherapeuten abspricht, also dass man das unter Anleitung macht? Durchaus macht Sinn. Ein bisschen was haben wir davor schon erwähnt, wenn man den konservativen, nicht operativen Weg der Arthrosebehandlung beschreitet, kommt ja das dort schon vor beim Physiotherapeuten. Ja, stimmt. Du machst eine Kniebeuge, breitbeinig bis daher mit so viel Gewicht, damit wird dein Muskel besser, dein Gelenk wird wenig schädlich belastet und der positive Effekt ist vorhanden. Wird dem Patienten empfehlen, dass das Rad und im Wasser, wenn man das gern macht, schonende, sinnvolle Belastungen sind. Und damit ist man ja in dieser Schiene schon drinnen. Es sind auch viele Aspekte davon, sind in der Rehab dann auch wichtig, dass man auch schon gelernt hat, was in der Rehab auf einen zukommt, macht die Rehab leichter und sicherer. Und so ist es eigentlich ein Kontinuum dessen, was ich predige, dass Aktivität